Hallo, hallo. Ja, ein Sundowner Live hier aus Elguna. Ein Winecooler begleitet mich. Das ist die Aussicht. Oh, müssen wir mal ein bisschen die Kamera putzen, glaube ich. Sorry. Ja, ihr seht, das ist der sogenannte Living Room hier in der Kaltstation. Vielleicht wird es ja wirklich sauberer. Putzen. Ja, ein bisschen. Das sogenannte Living Room in der Kaltstation, wo ich hier jetzt gerade sitze. Hier gibt es super cooles Internet. Genau. Und jetzt habe ich tatsächlich noch ein bisschen Wind erwischt. Hallo, hallo, ihr Lieben. Konnte noch aufs Wasser, noch eine Runde kiten. Da draußen seht ihr, es hat noch ein wenig Wind. Da sind noch ein paar auf dem Wasser. Genau. So. Da hinten ist die Bar. Ja, kommt rein, kommt rein. Lasst euch ein bisschen inspirieren. Huhu, Andrea. Ja, ich nehme euch gerne ein bisschen mit. So, hallo Beatrice. Ja, die Zeit fliegt hier. Es ist wunderschön. Ein Leben ohne Bedingungen. Ja, das ist das Thema heute. Ich meine, es ist ziemlich bedingungslos in diesen Tagen zu verreisen. Es ist ziemlich bedingungslos in diesen Tagen, sich einfach darauf einzulassen, dass alles funktioniert und dass alles gut kommt, weil man tatsächlich doch nicht wirklich weiß, wie die Bedingungen vor Ort sind. Das war schon immer so beim Reisen. Man musste sich darauf einlassen, auf Neues. Deswegen reisen wir ja auch. Wir reisen ja, weil wir gerne Neues erforschen und Neues erkunden. Aber auch das Reisen ist keine Bedingung dazu, sondern es ist ein schöner Nebeneffekt, um Neues zu erforschen und Neues zu erkunden. Und sich darauf zu verlassen, dass alles wirklich so gut ist und so gut geht, das kann man beim Reisen lernen, weil man eben nicht genau weiß, was einen erwartet. Und dass wir uns darauf einlassen können, auf ein Leben, das keine Bedingungen hat, bedeutet, dass wir keine Angst haben dürfen vor Dingen, die wir nicht wissen, vor dem Unbekannten. Dr. Joe Dispenza sagt das ja auch immer so schön, oder? Die Sachen, die du haben möchtest, die sind nicht im Bekannten. Die sind im Unbekannten, weil wenn sie im Bekannten wären, hättest du sie ja schon lange. Also musst du in den Raum gehen, wo die Dinge sind, die du dir wünschst, wo das Leben ist, das du dir wünschst, wo das Geld ist, das du dir wünschst. Und dieser Raum ist ganz einfach zu finden. Dieser Raum ist nämlich schon allein durch deine Vorstellungskraft zu eröffnen. Deine Vorstellungskraft eröffnet jeden Raum. Deine Vorstellungskraft öffnet den Raum, wo all deine Sachen sind. Ich drehe jetzt mal hier um. Dieser wunderschöne Raum, in dem ich hier am Beach sitze, ja, du siehst, es hat Bänke, es hat Stühle, es hat Kissen, es hat Sofa, es hat alles Mögliche. Und in diesem Raum sind ganz viele Dinge, die ich jetzt hier sehe. Und je nachdem, was ich aus diesem Raum mache, schön, dass ihr noch da seid, irgendwie klickt es ab. Also, ich habe gesagt, hier in diesem Raum sind ganz viele Dinge. Wenn ich diesen Raum eröffne für mich, dann ist es ein ganz anderer Raum, als wie wenn du den für dich eröffnest. Du siehst vielleicht hier diese wunderbaren Kissen und ich sehe hier dieses Schachspiel oder du siehst die kleinen Tischchen. Ja, in jedem Raum
sind ganz, ganz viele Dinge, in jedem Raum sind sogar alle Dinge, weil wir leben in einem Universum mit unendlichen Möglichkeiten, mit unendlichen Potenzialen und unendlichen Dingen. Und wenn du dir das so vorstellst, dass alles so ist und auch der Raum, wo zum Beispiel dein Geld ist, wie sieht der Raum aus, in dem dein Geld ist? Wie sieht dein Leben aus mit viel Geld? Wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus mit viel Geld? Das kannst du nicht für mich bestimmen, ja? Sondern das bestimmt eben jeder für sich. Und von außen ist es eben überhaupt nicht zu sehen, wie ich jetzt aussehe mit als Millionärin. Wie sehe ich aus als Millionärin? Sehe ich wirklich anders aus als Millionärin? Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, was sehe ich für einen Raum, für eine Welt als Millionärin? Zum Beispiel. Und das Gleiche kannst du mit Gesundheit machen. Was ist der Raum, in dem Gesundheit für mich präsent ist? Wie sehe ich andere in einem Raum der Gesundheit? Wer bin ich in einem Raum der Gesundheit? Hier sind ganz, ganz viele Menschen da draußen. Ich kann es euch mal herzoomen, oder? Hier. Wer ist das? Wer ist das für mich? Wer ist das für dich? Wer ist es für diese Person selber? All das entscheide ich. Ist dieser Baum schön? Ist dieser Baum gesund? Gehört dieser Baum daher? Was auch immer über diesen Baum zu denken ist, das denke ich. Und das ist meine Welt, das ist meine Realität. Was ich über diese Menschen denke, egal ob ich sie kenne oder nicht, ob ich sie schön finde, ob ich sie nicht schön finde, das alles entscheide ich. Und das ist dieser Raum, diese unendlichen Möglichkeiten, weil jeder kann sich für irgendetwas entscheiden. Und das Wichtige daran ist zu wissen, für das, was du dich entscheidest, das ist es für dich. Punkt. Da geht es nicht drum zu diskutieren, sondern du entscheidest ganz klar, was die Dinge für dich bedeuten. Und du entscheidest ganz klar, wer du selbst in diesem Leben bist. Und da gibt es keine, aber auch keine einzige Bedingung. Da gibt es gar nichts, was wichtig ist. Egal, wo du herkommst, egal, wo du geboren bist, egal, was du für eine Ausbildung hast, egal, was du bis jetzt erlebt hast. Egal, es ist alles völlig egal. All das sind Bedingungen. Und wenn du dir erlaubst, diese Bedingungen als irrelevant zu klassifizieren, dann geht dein Raum auf, dann geht dein Leben auf und du entscheidest neu für dich und du lebst absolut bedingungslos. Und bedingungslos heißt eben, dass du keine Einschränkung für dich geltend machen oder relevant machst, sondern dass du sagst, ich will, also wie kann es gehen? Ich will nach Ägypten zum Kiten, also wie kann es gehen? Das ist das Einzige. Und ich könnte ganz, ganz viele Menschen hören, die sagen, da kann man gerade nicht hin, das sollte man gerade nicht hin, bla bla bla. Aber ich habe keine einzige Stimme gehört von irgendeiner Einschränkung, weil ich gesagt habe, ich will und wie kann es gehen? Und dann sehe ich auf Facebook Posts, dann spreche ich mit Leuten und die sagen mir alle, wie es gehen kann. Und wenn du diejenige bist, die eben sagt, ja, ich will ja ein freies Leben, ich will ein tolles Leben, aber es geht ja nicht, weil ich habe nicht genügend Geld, ich habe nicht genügend Ausbildung, ich habe nicht genügend, ich habe nicht genügend, ich habe nicht genügend, dann kriegst du immer wieder bewiesen, dass du recht hast.
Und das ist der gravierende, gravierende Unterschied. Die einzige Sache, die relevant ist, ist, dass du weißt, was du willst, dass du dir den Raum eröffnest und einfach nur sagst oder fragst, wie kann es gehen? Und jetzt sei mal ehrlich zu dir. Was ist die häufige Haltung in deinem Leben? Ich will, aber ich sehe keinen Weg. Oder ich will, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil. Oder stellst du einfach die Frage, oder machst du einfach die Entscheidungen, stellst die Frage, und wie kann es gehen? Ich will das. Und wie kann es gehen? Und es ist völlig egal, ob ich jetzt sage, ich will nach Ägypten zum Kiten, wie kann es gehen? Oder ich sage, ich will Millionärin sein, wie kann es gehen? Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache, um die Bedingungen rauszunehmen, ist einfach, dass ich alles, was mich blockiert, Millionärin zu sein, oder alles, was mich blockiert, eine zu sein, die in Ägypten Kiteferien macht, auch ausfindig mache und transformiere. Und so geht es mit allen Dingen. Die äußeren Umstände sind absolut irrelevant. Und das ist das Wichtige zu wissen, weil wir kriegen immer wieder äußere Umstände vorgespiegelt und äußere Umstände werden uns herangetragen, wir werden informiert und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende ist doch, sind es äußere Umstände, die du in dein Leben akzeptierst oder nicht. Und du sagst, okay, da ist ein äußerer Umstand, da ist scheinbar in meiner Welt, in meinem Raum doch noch eine Vorstellung, dass irgendwas nicht gehen kann. Und dann stellst du die Frage, und wie kann es gehen? Und schon alleine, wenn du diese Frage gestellt hast, und wie kann es gehen, dann hast du den Raum für die Lösung eröffnet. Und dann ist der Raum mit unendlichen Möglichkeiten für Lösungen, für Wege, für dich, durch dich eröffnet worden. Dazu brauchst du niemand anders. Du musst einfach nur wissen, es geht darum, du eröffnest einen Raum für Lösungen oder für Hindernisse. Du entscheidest, es ist dein Raum, es ist dein Leben, es ist dein Lebensraum. Und den betrittst du jeden Moment. Und jeden Moment darfst du dich fragen, in welchem Raum befinde ich mich gerade? Befinde ich mich in dem Raum der unendlichen Möglichkeiten, wo es keine Bedingungen und Einschränkungen gibt? Oder befinde ich mich in einem Raum mit Limitierungen und Einschränkungen und es geht nicht und ich kann nicht und es gibt keine Möglichkeit? Und wenn wir das schaffen, wenn wir das in unseren logischen Verstand reinkriegen, als Basic eines Schöpfers, als Basic der Schöpfung, als Basic der universellen Gesetze, wie du es halt nennen willst, aber wenn du einfach nur das weißt, dass es darum geht, dass du entscheidest, immer. Weil es ist keine neue Sache, sondern es haben wir ja schon immer gemacht. Es war ja schon immer das, wo wir uns natürlich befunden haben, in einem Raum, der aus unseren Vorstellungen entstanden ist. Und diesen Raum haben wir vielleicht aus Angst eröffnet. Und dann kam in diesen Raum alles, was mit Angst zu tun hat. Und plötzlich saßen wir in einem Raum, wo uns alles beängstigt hat. Und jetzt geht es darum, diesen Raum zu verlassen und zu sagen, wow, wo es einen Raum der Angst gibt, gibt es ja auch einen Raum des Vertrauens. Ich entscheide mich aktiv, den Raum der Angst zu verlassen und in den Raum des Vertrauens zu gehen. Und das ist alles auf einer Vogelperspektive, auf einer erhöhten Perspektive. Und zwar aus der Perspektive, wie das so schön heißt in der Quantenphysik, aus der Perspektive erstmal des Beobachters.
Weil wenn du anfängst zu beobachten, dann kannst du rausgehen. Und wenn du draußen bist, kannst du einen neuen Raum eröffnen. Aber solange du drinnen bist und meinst, du bist gefangen und eingesperrt in deiner eigenen Vorstellung, dann kommst du wenig raus. Aber sobald es dir in deinem Köpfchen, das hat es mich tatsächlich wieder zurückgelassen. Wie schön. Also, sobald es dir in deinem Köpfchen klar wird, dass du der Beobachter bist, der Beobachter des Raumes, den du eröffnest und dadurch alles bestimmst, nochmal, hier drehe ich es um, was in diesem Raum für dich relevant ist, merkst du, wie frei du bist und dass es keine Bedingung gibt für deine Entscheidung, sondern dass es einfach nur eine Entscheidung braucht. Und wir halten uns immer in so vielen Bedingungen auf. Und unser einziger Job ist es, eine Perspektive für uns selber verinnerlichen zu können, die eben wie in der Quantenphysik nochmal die Perspektive des Beobachters ist und wir den Raum beobachten, in dem die Dinge sind. Ja, ich habe früher auch immer gedacht, ich müsste jedes einzelne Ding in die Existenz beobachten. Aber nein, ich muss nur den Raum eröffnen. Ich muss den Raum beobachten. Ich muss sagen, wie der Raum ist. Und schon kommen die Dinge automatisch da rein. Verstehst du? Also wir müssen uns nicht mit Kleinigkeiten aufhalten und sagen, ja, und wo ist der Porsche und wo ist das volle Bankkonto, sondern indem ich diesen Raum, diesen Lebensraum der Fülle, diesen Lebensraum des Geldes eröffne, kann ich mir erlauben, aus der Perspektive von viel Geld heraus zu denken und zu leben und zu handeln und bin dann plötzlich selber auch diejenige, die in diesem Lebensraum existiert. Also zuerst erschaffe ich den Raum. Zuerst sage ich, was ist in dem Raum, wie fühlt es sich, wie denkt es sich, was sehe ich in diesem Raum? Dann gehe ich erst rein. Und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, gehe ich wieder raus, verändere den Raum und gehe wieder rein. Weil ich bin der Schöpfer. Ich kann im Raum sein, ich kann außerhalb des Raumes sein, ich kann die Räume verändern, ich kann die Räume wechseln. Das mache ich. Aber dazu muss ich eben mich nicht im Raum gefangen halten. Und der Raum ist der Raum der Bedingungen. Und ich gehe raus aus diesem Raum der Bedingungen, weil ich brauche gar keine Bedingungen. Wir brauchen gar keine Bedingungen in unserem Leben. Wir können komplett bedingungslos denken. Und das ist ja das Coole, dass wir komplett bedingungslos denken können. Wir können uns das erlauben. Und dann leben wir einfach frei. Und bedingungslos heißt übrigens frei. Das ist eins zu eins frei. Frei, ich entscheide frei. Und ich glaube ganz, ganz fest, um jetzt auch hier zum Ende zu kommen, dass das jetzt an der Zeit ist, für uns als Kollektiv, als Gesellschaft genau das zu lernen. Und im zweiten Schritt geht es auch darum, dass wir, wenn wir es gelernt haben, dass es darum geht, es vorzuleben und Beispiel zu geben und zu zeigen, wie es geht. Es ist hier gerade eine kleine Geschichte gekommen. Der Jeremy braucht Geld. Kleiner Moment. Nimm doch den 100, der Jeremy. Nein, 60. Ja, ist gut. So. Also, was solltet ihr euch merken von diesem Video? Von diesem Video solltet ihr euch merken, dass alles möglich ist. Dass ihr nur entscheiden dürft, sollt, müsst, was ihr haben wollt, wie ihr leben wollt, wie euer Lebensraum ist. Ja, das heißt ja so schön Lifestyle. Dass ihr euch Gedanken machen sollt, wie dieser Lebensraum, euer Lifestyle aussieht, wie ihr in diesem Lifestyle
aussieht und wie ihr darin funktioniert und eure Bedingungen, nicht Bedingungen, Beziehungen aufbaut. Alles neu machen, alles neu konstruieren. Sag, was ist mir wichtig? Und ich habe es mir auch selber so lange nicht erlaubt, um einfach zu sagen, ja, ich will so frei sein und ich will in die Wärme reisen können und ich, Freiheit ist Bedingungslosigkeit, ja, ganz genau, Susi. Und bedingungslos sich erlauben, Dinge im Leben haben zu wollen und aber dennoch sich überhaupt nicht abhängig davon machen. Das ist vielleicht das nächste. Bedingungslosigkeit ist auch Unabhängigkeit. Ja? Nein? So, seid ihr noch da? Genau. Genau, diese Unabhängigkeit, uns zu erlauben und zu sagen, wir sind nicht abhängig von irgendeinem Einzelnen, einer einzelnen Sache in meinem Raum. Ich habe ja den Raum. Ich habe ja meinen Lebensraum. Und die Sachen, die kommen da schon rein, ja, die spült's automatisch da rein. Aber ich muss mich nicht auf das Fehlen von irgendwas. Ja, ich hätte auch gerne einen Porsche, aber es interessiert mich jetzt gar nicht, ob der fehlt oder nicht. Aber ich kann mich dran freuen an der Vorstellung, dass ich einen Porsche habe. Beispielsweise. Aber ich freue mich viel mehr an der Vorstellung, dass ich mir einen freien Lebensraum erschaffe. Und das, glaube ich, ist für alle das Entscheidende. Wir wollen diese Freiheit und wir können sie uns erschaffen. Das Wichtige ist, einfach rauszugehen aus den Bedingungen und zu sagen, okay, ich will frei sein, ich will frei leben, ich will frei arbeiten, ich will entscheiden, ich will frei entscheiden, ich will einen Beitrag leisten, diese Freiheit nehme ich mir. Wie kann es gehen? Ja? Und es ist immer das gleiche Prinzip. Und wir sind hier, um dieses Prinzip, über dieses Schöpferprinzip zu erlernen. Und diese Vorstellung, dass es übrigens ein Universum da draußen gibt, was das Zeug für dich macht, das ist nicht so, sondern jeder einzelne von uns ist sein eigenes Universum. Universum, nenn es Raum, oder? Jeder erschafft seine eigenen Räume, jeder erschafft sein eigenes Universum. Und diese Vorstellung, dass irgendetwas außerhalb von unserer Vorstellung existiert, das müssen wir kapieren, dass da nichts ist. Es ist diese Betrachtergeschichte aus der Quantenphysik. Außerhalb von dem, was du betrachten kannst, existiert nichts in deinem Universum, in deinem Quantenraum, in deinem Feld. Wie denn auch? Wie denn auch? Überleg dir es. Wie soll da irgendetwas anderes existieren? Und das einfach zu wissen, das ist schon mal Freiheit pur. Ja, ihr Lieben, da habe ich noch eine Ankündigung, wenn ihr das Video seht. Die Susi macht ja jetzt bis Sonntag noch diese wunderbare Challenge. Diese wunderbare Challenge, wo sie das Ganze schöpfen, erschaffen von einem Objekt noch mit ihren eigenen Worten, mit ihren eigenen Zusammenhängen erklärt, aus ihrer eigenen Perspektive. Das ist auch wieder so wertvoll, so toll. Ich höre so gerne zu. Und ich weiß, es ist so wertvoll und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir die am Montag hier aus der Gruppe rausnehmen und wir sie verkaufen, weil sie wertvoll ist. Und man kann sie dann kaufen, man kann sie bis am Montag, kann man das alles nachhören, hier in der Gruppe diese Videos. Und auch wenn du auf YouTube zuschaust, wo ich das Video jetzt draufstellen werde, dann weißt du, dass du in die Gruppe kommen kannst bis am Sonntag und die wunderbare Manifestations-Challenge von der Susi gratis noch anschauen. Aber wenn du sie haben willst, wenn du sie wirklich haben willst, und ich würde es jedem empfehlen, jeden Tag diese Challenge jede Woche zu machen, bis sie alles wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann darfst du sie danach kaufen für 49 € bei mir auf der Homepage mywellfeeling.com
Und die Susi hat noch ein wunderbares Goodie dann dazu. Eine Meditation kommt noch damit. Und vielleicht packen wir ja noch mal was rein. Aber damit ihr es wisst, schaut euch die Challenge an von der Susi. Sie wird vom Netz genommen, weil sie ist wertvoll. Wir kennen den Wert. Und sie darf auf jeden Fall etwas dafür bekommen. So wie jeder von uns, wenn wir einen Wert in diesen Raum, unseren Raum, den wir für uns erschaffen, einen Wert hineingeben. Und das ist etwas Nächstes, worüber wir uns Gedanken machen dürfen, über diese Sache wieder mit dem Geld in dem Raum, der Raum des Geldes. Also, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich zeige euch hier noch mal ein bisschen Panorama, noch ein paar Sonnenuntergangskite und wie gesagt, wenn du es jetzt im Nachhinein auf YouTube anschaust, komm entweder in die Facebook-Gruppe, schau dir die Challenge bis Montag gratis an. Es gibt ja noch mal morgen und am Sonntag noch ein Live.